بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir wissen, dass es einige Leute gibt, die sich dem Islam zuschreiben und die einigen Menschen Eigenschaften gegeben haben, als wenn sie Götter wären. Und wir wissen, es gibt nur einen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala. Die sagen, beispielsweise die Leute von Ahlul Bayt, ja, die würden niemals vergessen und die wären geschützt vor jedem Fehler. Dunya-mäßig oder nicht Dunya. Und dann habe ich erwähnt, dass der Prophet a.s. sich auch vertun kann, nicht alle Dinge weiß, beispielsweise. Ja. Und dann sagen sie, wie, er kann auch große Sünden machen, das haben wir nicht gesagt. Aber zum Beispiel, ja, aber zum Beispiel, es gibt einen Fall von einer Bewässerung eines Feldes, wo er eine bestimmte Bewässerungsmethode vorgeschlagen hat, die nicht funktioniert hat. Und dieser Mann hat die andere Bewässerungsmethode gewählt, die besser war. Und der Prophet a.s. meinte zu ihm, dass ihr die Sachen von eurer Dunya besser kennt. Das heißt, entum alamu bi umuri dunyakum. Und der Prophet a.s. kann auch vergessen, weil er ein Mensch ist. Allah sagt im Koran, er soll sagen, kul innama ana basharum mithlukum. Yuha ilayya. Ich bin ein Mensch wie ihr, aber mir ist offenbart worden. Aber diese Leute haben das Verbrechen begangen und Menschen Eigenschaften gegeben von Ahlul Bayt, Menschen, die wir lieben, wie beispielsweise Ali, wie Hussein, wie Hassan, wie Fatima, die sie Eigenschaften gegeben haben, um ihre Anhänger in die Irre zu führen, als wenn sie Götter wären, dass sie nicht vergessen können und so weiter. Und wir wollen diesen Leuten helfen, damit sie den richtigen Weg finden. Ja? Und an dieser Stelle sagen wir ganz einfach, ja, ein Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er auch vergisst, dass er auch Fehler hat, dass er nicht alles weiß. Aber hier wird gesagt, die wissen alles. Sie würden niemals vergessen. Und deswegen wollte ich einfach mal die Frage stellen, in Nahjul Balagha, ja, in Nahjul Balagha, dem Buch, was Ali zugeschrieben wird, in Schar von Ibn Abil Jadid, ja, im Band 6, steht, dass Ali um Vergebung gebeten hat für seine Vergesslichkeit und für Dinge, wo seine Zunge Fehler gemacht hat. Das heißt, wenn er doch keine Fehler macht und wenn er keine Vergesslichkeit hat, ja, wie kann er denn hier einen Fehler machen? Der Prophet, a.s., Muhammad, der besser ist als Ali, ja, viel besser als Ali ist, er hat was gemacht. Er hat im Gebet mal vergessen. Warum? Allah hat ihn vergessen lassen, damit er den Menschen zeigt, was sie zu tun haben, wenn sie vergessen. Aber hier wird gesagt, diese Leute könnten noch nicht mal vergessen. Diese Leute wissen alles. Jedes Atom im Universum bewegt sich nur durch sie. Und das ist natürlich etwas, was zum Kuffer führt und was gefährlich ist. Und hier fragen wir, wenn Ali doch nicht vergisst, warum in Nahjul Balagha Schar ibn Abil Jadid, Band 6. Warum bittet er um Vergebung für Dinge, wo er vergessen hat? Warum bittet er um Vergebung für Hafawatul Lisan, dass seine Zunge sich versprochen hat? Warum bittet er um Fehler? Wenn laut der Akida dieser Übertreiber doch für ihn das Versprechen unmöglich ist. Und deswegen sagen wir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ja, Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das ist unsere Dua für diese Leute und wir bitten um Vergebung für alle diese Menschen. Weil wir diejenigen sind, die diesen Menschen, die diese Religion getragen haben, folgen. So wie Allah im Koran, subhanallah, sagt in Surah Hashar, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Was sagen die danach kommen? Sie sagen, O unser Herr, vergib uns und denen, die uns im Glauben zuvorgekommen sind und mache in uns, gib uns kein Groll im Herzen für die Gläubigen. Aber hier ist eine übertriebene Gruppe entstanden, die die Muslime gespalten hat, die die Besten der Muslime wie Abu Bakr, Umar, Uthman, ja, zu Kuffar erklärt haben. Ja, und
die die Muslime so gespalten haben und die auf diese Art und Weise in die Irre gegangen sind. Möge Allah diese Leute recht leiten. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.